ist ja eine Medienpräsenz, oder? Hallo. Ich hab dich. So, lass mal da reingucken, dann haben wir noch reden. Oh. Ja. Das ist, ja. Guter Punkt. Mein Mann seit der Pension ist er viel unterwegs. Seele gefangen, ne? Aber nicht am Herd. Das ist die Bummstammenrunde, die trinken den ganzen Abend. So gut gelangt es. So gut. Frohe Weihnachten. Prost. Sturm. Das ist ein nicht fertiger Wein. Ja, das ist ein nicht fertiger Wein. Fangt. Ich bin die Renate und ich kenne Francesco erst ganz kurz und das ist ein ganz lieber Kerl. Ich bedanke mich für die Einladung heute. Ich heiße Gerald, bin heute das erste Mal bei Francesco und ich freue mich über die Einladung. Das ist ein sehr schöner gelungener Abend. Dankeschön. Essen, Romano und Roland kommen. Jetzt willst du weiter. Es war sehr schön. Es hat uns sehr gefreut. Ja. Und wir hoffen, Francesco, dass wir euch auch wiedersehen beim Francesco bei seinem Auftritt. Ja, hallo, hier ist Elisabeth. Ich freue mich, dass ich bei Francesco eingeladen bin. Es ist immer sehr nett bei ihm und es sind sehr legendäre Festeln. Und es macht irrsinnig Spaß mit ihm und er ist ein ganz lieber Kerl und ich freue mich schon wieder auf die nächste Einladung. Danke und schönen Abend. Alles Gute und Schöne dem Francesco, schöne Feiertage und guten Rutsch. Das war super, wie immer. Ja, er ist ja viel schöner. So schön kann doch kein Mann sein. Genau. Der ist auch nicht unattraktiv hier. Ja, super, ich freue mich. Nein, die gibt es auch in privater Natur, die Live-Mitschnitte. Francesco, die Diva, der Freund, der kreative Mensch, einfach super. Eine super Diva und ein wahnsinnig netter und freundlicher Kollege. Ich bin stolz, ihn kennengelernt zu haben und dass er mein Freund ist. Die Paparazzi ist überall erst. Ja, da ist um Zingel. Bitte, der hat mit dem Jod und ich hab ihm gesagt, ich hab schon drei Wurst drauf. Das darf er ja nicht drauf. Schnell, komm. Das ist der Kleinste. Thomas, komm her zu Olivia. Ja, komm schon. Dass man die Schönheiten, die Wiener Schönheiten immer leer angucken. Um Gottes Willen. Jetzt bin ich noch ein bisschen da. Den Kleinen, den Tee habe ich hier. Ja, sehr gut. Aber jetzt musst du mir vorstellen, ich habe aufpassen müssen auf vier Sachen. Und immer Hosen auf, dass ich die Füße nicht auseinandergibt. Dass ich aufrecht sitze. Dass ich nicht Ottergriner Dialekt spreche. Ja. Wow. Und der ist bin ich auch noch, was ich jetzt habe. Kuch, dass ich alles her. Das ist super gemacht. Aber ja, es war nicht schlecht. Wird schlecht. Was singen wir denn, Betsy? Stille Nacht, Heilige Nacht. Gar nicht. Ich kann ja nicht singen. Stille Nacht, Heilige Nacht, komm. Nein, das kann ich schon gar nicht. Leise rieselt das Bier. Still und starr saufen wir. Dann gehen wir besoffen nach Haus. Und somit ist das Lied aus. Genau. Danke, Betty. Bitte gerne.